Wir sprechen in diesem Video über Kreditsicherheiten. Kreditsicherheiten können auf der einen Seite dem Sicherungsnehmer einen vorrangigen Rückgriff auf Vermögenswerte sichern des Sicherungsgebers. Dann würde die Besicherung zulasten anderer Gläubiger gehen. Das ist hier auf der linken Seite dargestellt. Nehmen wir mal an, wir haben hier Gläubigeransprüche, die die Haftungsmasse übersteigen. Und jetzt würde einer der Gläubiger vielleicht mit diesen Ansprüchen hier auf einen Teil der Haftungsmasse zurückgreifen, vielleicht diesen. Wenn man das jetzt hier so rausschneidet, dann sieht man, dass die Gläubiger, die übrig bleiben, könnten dann eine proportional kleinere Haftungsmasse zur Verfügung haben und damit schlechter gestellt werden. Ja. Es wäre aber auch denkbar, hier im rechten Teil der Abbildung, dass die Haftungsmasse erweitert wird. Dann würde ein Gläubiger, nehmen wir mal an, das ist wieder ein Gläubiger, der auf diese Ansprüche hat, gegen den Kreditnehmer, also gegen einen Schuldner. Und der Schuldner stellt ihm jetzt zusätzlich Haftungsmasse zur Verfügung. Vielleicht aus dem privaten Bereich, während das blau gekennzeichnete die Haftungsmasse des Unternehmens ist, was verschuldet ist gegenüber dem Gläubiger, würde aus dem privaten Bereich jetzt hier noch eine Sicherheit zur Verfügung gestellt werden. Dann bleibt natürlich den übrig gebliebenen Gläubigern die nach wie vor gleiche Haftungsmasse zur Verfügung. Ein Gläubiger scheidet aber aus den ursprünglichen Ansprüchen aus und dadurch wären die anderen Gläubiger sogar besser gestellt gegenüber der Situation ohne die Stellung dieser Sicherheit. Ja, was könnte man noch zu Kreditsicherheiten sagen? Eine ganze Menge. Ich habe das mal hier so aufgeführt. Also Sicherheiten können einerseits auf schuldrechtlicher Basis bestehen, das heißt, eine Person stellt die Sicherheit dar, sozusagen, also das Handeln oder die Person mit ihrem Vermögen. Ich könnte also als Sicherungsnehmer mich an die Person wenden und hätte Ansprüche gegen diese Person im Handeln oder zur Auszahlung von Vermögensgegenständen. Beispiele sind dafür Bürgschaftgarantie und Patronatserklärung, Sicherungszession und Negativerklärung. Über diese Sicherheiten werden wir gleich im Einzelnen sprechen. Es können aber auch sachenrechtliche Sicherheiten sein. Das heißt, dass der Sicherungsnehmer direkt auf Vermögenswerte zurückgreifen kann, ohne an die entsprechenden Eigentümer sich vorher wenden zu müssen. Und dafür sind Beispiele Eigentumsvorbehalte oder Sicherungsübereignung, Pfandrecht an beweglichen Sachen, Grundschuld oder Hypothek. Hier haften also die Vermögensgegenstände direkt dem Gläubiger, während bei den Personalsicherheiten eben eine Person dem Gläubiger haftet. Eine weitere Unterscheidung von Sicherheiten ist die, ob sie vom Bestehen der Forderung abhängig sind. Man spricht dann von akzessorischen Sicherheiten oder ob sie vollkommen unabhängig von einer bestehenden Forderung sind. Das würde man als fiduziarisch bezeichnen. Was bedeutet das für den Sicherungsnehmer, wenn er jetzt eine Forderung hat, ein Gläubiger ist gegenüber einem Schuldner und er hat eine akzessorische Sicherheit, dann würde mit Erlöschen der Forderung, vielleicht sogar bloß mit einem zwischenzeitlichen Erlöschen der Forderung, die Sicherheit nicht mehr bestehen. Bei einer fiduziarischen Sicherheit würde in dem Moment, wo die Schuld wieder auflebt, die Sicherung immer noch bestehen, bei einer akzessorischen dann nicht mehr. Also denken Sie beispielsweise an einen Kontokorrentkredit. Wenn der einmal kurz zurückgezahlt ist und mit einer Bürgschaft besichert war, dann würde die Bürgschaft eben nicht mehr zählen, sozusagen. Die Bank würde sich dann wahrscheinlich eher bei so einer Kreditform eine Garantie geben lassen, die dann immer wieder auflebt, wenn eine neue Schuld entsteht.
Den Unterschied zwischen Bürgschaft und Garantie habe ich hier auch nochmal unten drunter ein bisschen hervorgehoben. Also ein Bürge verpflichtet sich gegenüber dem Gläubiger für die Erfüllung der Verbindlichkeiten eines Dritten einzustehen. Also ein Bürge hat selber keine Kreditbeziehung zum Gläubiger. Und der Gläubige hat eine Forderung gegen den Dritten und der Bürge bürgt für den Dritten. Das heißt, wenn der Dritte seine Schuld nicht bezahlen kann, würde der Bürge an den Gläubiger zahlen müssen. Bei einer Garantie ist es im Grunde genommen genauso. Aber es ist eben eine fiduziarische Sicherheit. Das heißt, das Ursprungsgeschäft spielt dann gar keine Rolle. Er birgt einfach dafür, dass der Dritte immer wieder seine Verpflichtungen erfüllt. Eine weitere Sicherheit, die angesprochen wurde unter Personalsicherheiten, ist die sogenannte Patronatserklärung, die in Kreditgeschäften häufig eine Rolle spielt. Hier wäre der Kreditnehmer eine Tochtergesellschaft. Ich habe das hier unten mal hingeschrieben. Das wäre also unser Kreditnehmer. Der Kreditgeber, die Bank, hat ein Kreditverhältnis mit der Tochtergesellschaft. Die Tochtergesellschaft wird ja in ihrer Geschäftsführung, aber von der Muttergesellschaft vielleicht sogar bestimmt. Ja, also sie hat gar nicht immer zu freier Wahl. Die Muttergesellschaft gibt vor, welche Geschäfte getätigt werden sollen, welche Sicherheiten gestellt werden sollen und so weiter, weil sie eben maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft hat durch eine Beteiligung. Gegebenenfalls würde auch der Gewinn der Tochtergesellschaft immer der Muttergesellschaft zur Verfügung stehen. Für den Kreditgeber ist es deshalb von Interesse, dass die Muttergesellschaft, die ja eigentlich sozusagen bestimmend für die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft ist, eine sogenannte Patronatserklärung abgibt, dass sie im Sinne des Kreditgebers handelt. Solche Patronatserklärungen können sehr unterschiedliche Inhalte haben. Es kann sein, dass die Muttergesellschaft einfach nur deutlich kreditwürdiger ist und dann eben ihr Gesellschaftsverhältnis bei der Tochtergesellschaft versichert über diese Patronatserklärung. Oder dass sie eben auch sicherstellt, dass die Tochtergesellschaft immer ausreichend mit Kapital bzw. mit finanziellen Mitteln ausgestattet ist, um dem Kreditgeber Kreditnehmer gleichbleibender Bonität zu belegen. Also die Patronatserklärung würde abgeschlossen werden zwischen der Muttergesellschaft und dem Kreditgeber. Eine weitere Sicherheit, jetzt eine Realsicherheit, auch eine Personalsicherheit, wäre die sogenannte Sicherungszession. Was haben wir hier für eine Situation? Kreditnehmer und Kreditgeber stehen in einem Kreditverhältnis. Der Kreditnehmer selber hat noch Forderungen gegen Kunden, gegen seine eigenen Kunden. Das können einfach auf Ziel gelieferte Ware sein beispielsweise. Die Kunden haben ihre Rechnungen noch nicht bezahlt. Gegebenenfalls würde der Kreditgeber gerade deshalb diese schon getätigten Umsätze vorfinanzieren und die Zahlungen der Kunden des Kreditnehmers sollen dazu dienen, eben den Kredit gegenüber dem Kreditgeber aus Sicht des Kreditnehmers wieder zu tilgen. Was jetzt aber, wenn der Kreditnehmer dem Kreditgeber nicht mehr seine Verpflichtung erfüllen kann, dann könnte der Kreditgeber sagen, so aus Sicherheitsgründen, dass hier ein Sicherungszessionsvertrag abgeschlossen wird. Das würde bedeuten, dass die Forderung in dem Moment, wo der Kreditnehmer nicht mehr seine Kreditverpflichtungen erfüllt, die Forderung des Kreditnehmers gegen den Kunden übergeht auf den Kreditgeber.
Das heißt, der Kunde kann dann gegebenenfalls, wenn diese Zession offengelegt wird, nur noch schuldbefreiend gegenüber dem Kreditgeber bezahlen. Oder in jedem Falle, selbst wenn sie nicht offengelegt wird, steht diese Forderung dann dem Kreditgeber zu. Was verstehen wir unter einer Negativerklärung, ebenfalls eine Personalsicherheit? Ja, hier würde ein Schuldner dem Gläubiger versichern, dass er bestimmte Handlungsweisen nicht durchführen wird, zum Beispiel den Grundbesitz nicht zu verkaufen oder zu belasten, anderen Gläubigern keine Sicherheiten zu bestellen oder auch keine Kredite bei anderen Gläubigern aufzunehmen. Die Negativerklärung soll letztendlich sichern, das was wir ganz am Anfang erwähnt hatten, dass ein Gläubiger nicht dadurch schlechter gestellt wird, dass der Kreditnehmer aus seinem Vermögen andere Gläubiger mit der Haftungsmasse einen Vorteil gibt, sondern dass die Situation für den bestehenden Gläubiger wenigstens sich nicht verschlechtert. Ja, dann haben wir noch den Eigentumsvorbehalt genannt. Was ist ein Eigentumsvorbehalt? Beim Eigentumsvorbehalt würde ein Lieferant mit einem Käufer einen Kaufvertrag schließen. Der Kaufvertrag ist ja erstmal nur ein Verpflichtungsgeschäft und gegebenenfalls dann als Erster sein Erfüllungsgeschäft tätigen und die Ware an den Käufer liefern. Dann hat der Käufer die Ware, der Verkäufer nicht mehr. Und mit der Ware geht ja auch der Besitz über. Das heißt, die Ware ist dann im Verfügungsbereich des Käufers. Das deutsche Recht trennt aber zwischen Besitz und Eigentum. Eigentumsrechte wären zum Beispiel das Recht der Weiterveräußerung oder das Recht, wesentliche Merkmale zu verändern, damit verbunden. Und das Eigentumsrecht kann sich der Lieferant eben noch beibehalten an der Ware, so lange bis die Ware vollständig bezahlt ist. Das wäre eine Vereinbarung eines Eigentumsvorbehaltes. Erst wenn dann unser Käufer die Ware bezahlt, das war die Lieferung hier, würde das Eigentum an der Ware entsprechend auf den Käufer übergehen und wäre wieder mit dem Besitz verbunden. Dann haben wir hier jetzt eine Realsicherheit, die Sicherungsübereignung beweglicher Sachen. Unser Kreditnehmer und unser Kreditgeber haben wieder einen Kreditvertrag geschlossen. Und würden jetzt auch noch die Sicherheit und die Sicherungsvereinbarung treffen. Dass der Kreditnehmer sein Eigentum und an beweglichen Anlagevermögen, meistens sind es Fahrzeuge, vielleicht auch Maschinen oder so etwas, an den Kreditgeber übergibt, wenn die offenen Forderungen des Kreditgebers nicht erfüllt werden. Also in dem Moment, wo unser Kreditnehmer seine Kreditforderung nicht mehr erfüllen kann, könnte der Kreditgeber diese Sicherungsvereinbarung geltend machen und sagen, dass er jetzt Rückgriff auf das bewegliche Anlagevermögen des Kreditnehmers hat. Beim Pfandrecht hingegen, also bei der Sicherungsübereignung, bleibt der Kreditnehmer Besitzer des beweglichen Anlagevermögens. Beim Pfandrecht hingegen würde mit Vereinbarung der Sicherheit der Besitz zusammen mit dem Sicherungsgegenstand
an den Kreditgeber übergehen. So etwas findet zum Beispiel bei Wertpapieren Anwendung. Der Kreditnehmer bleibt dann zwar noch Eigentümer während der Kreditlaufzeit, der Kreditgeber ist aber Besitzer und hat auch dann Verfügungsgewalt über den Sicherungsgegenstand. Schon während der Kreditlaufzeit, also wenn sie, selbst wenn sie vorschriftsmäßig eingehalten wird. Das macht es für den Kreditgeber wesentlich leichter, an seine Sicherheit heranzukommen, weil er ja sie im verfügbaren Bereich hält. Das Eigentum geht dann allerdings erst über, wenn die Kreditvereinbarung nicht erfüllt werden würde. Als Realsicherheiten eine große Bedeutung haben sicherlich auch die Hypothek und die Sicherungsgrundstückschuld. Der Unterschied besteht darin, dass die Hypothek eben wieder akzessorisch ist und die Sicherungsgrundschuld fiduziarisch. Das bedeutet, die Hypothek würde mit Erlöschen der zugrunde liegenden Forderung auch nicht mehr gültig sein. Die Sicherungsgrundschuld hingegen ist unabhängig vom Bestehen der Forderung, kann aber durch den Gläubiger nur ausgenutzt werden, wenn er eine fällige, nicht befriedigte Forderung hat. Das wird in einer weiteren Abrede, in der Sicherungsabrede, mit dem Kreditnehmer dann vereinbart.